Ich freue mich, dass das Parlament erwacht. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zum Glück stinkt Eigenlob scheinbar nicht, denn andernfalls wäre es im Hohen Hause kaum aushaltbar. Und zum Glück stinkt auch Selbstbetrug nicht, denn andernfalls müsste wahrscheinlich ganz Schwerin evakuiert werden. 4 kommunale Hilfspakete innerhalb von 2,5 Jahren, das macht im Schnitt alle 7 Monate ein neues Hilfspaket. Und ich glaube, dass das nicht als Erfolg verkauft werden kann, sondern dass das klar als kommunales Alarmsignal erkannt werden muss. Wer Hilfspakete ausreichen muss, sehr geehrte Landesregierung, hat sich vorher verrechnet oder dessen Politik ist nicht aufgegangen oder im schlimmsten Fall beides gleichzeitig. Was ist nun faul bei den Kommunalfinanzen? So schnell werden wir es leider nicht erfahren, denn die am 7. März noch groß angekündigten 3 Arbeitsgruppen, die bis Mitte April Ergebnisse vorlegen sollten, haben sich scheinbar in Luft aufgelöst. Sie sollten erstens die Gründe für die Kostensteigerungen bei der Jugend- und Sozialhilfe erforschen, zweitens die Finanzströme im kommunalen Finanzausgleich untersuchen und drittens die Zusatzkosten der Kreisgebietsreform ermitteln. Wo sind sie geblieben? Ich weiß es nicht. Schweigen im Walde. Stattdessen wird das Geld in der Gießkanne vom Innenminister verteilt. Und es ärgert mich, dass keinerlei Lenkungswirkung zu erkennen ist. Das Geld hätte für nachhaltige, klimaschonende und generationengerechte Projekte ausgegeben werden können. Herr Müller hat es bereits auf den Punkt gebracht. Herr Müller hat es bereits auf den Punkt gebracht. Denn selbst die einzige Bedingung, dass es für Investitionen auszugeben ist, hat keine Wirkung. Wir wissen doch, wie das in den Kommunen abläuft. Das Geld, was bisher von den Kommunen für die Investitionen vorgesehen war, wird genommen und einfach das Landesgeld einfach eingesetzt. Und mit den Geldern der Kommunen wird irgendwas anderes gemacht. Es hat null Lenkungswirkung. Meine Damen und Herren, ich hatte vor kurzem dieses kommunale Hilfspaket auch ein besseres Schlaglochprogramm genannt. Lassen Sie mich das kurz begründen. Wir haben am Sonnabend lesen können in der Zeitung, dass der Landkreis Rostock allein 175 Millionen Euro Investitionsstau im Straßenbau hat. Allein. Und der Innenminister hat es eben gerade ausgeführt, das letzte Schlaglochprogramm bestand aus 20 Millionen Euro. Jetzt haben wir 3x 33 Millionen Euro im Schnitt. Also so weit ist das nicht entfernt. Meine Damen und Herren, ich war beim letzten Talk im Funkhaus beim NDR und ich habe mich ein bisschen geärgert, weil Land und Kommunen sich nur darin ergangen haben, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Stattdessen müssten doch Land und Kommunen am gleichen Ende des Seils ziehen, und zwar in die gleiche Richtung. Denn wir wissen doch alle, dass zu wenig Geld im System ist. Während das Bruttosozialprodukt in den letzten Jahrzehnten um 220% gestiegen ist, sind im gleichen Zeitraum die kommunalen Steuereinnahmen nur um 130% gewachsen und die Zuweisungen nur um 120% gewachsen. Das ist eine Fehlentwicklung und wir müssen die Kommunen am Wachstum des Bruttosozialproduktes stärker beteiligen. Wir Grünen schlagen deshalb vor, eine Vermögensabgabe mit anschließender Vermögenssteuer einzuführen. Meine Damen und Herren, das Land muss sich aber auch aktiver in die Diskussion um den neuen Länderfinanzausgleich einbringen. Ich will hier die Landesregierung kämpfen sehen, denn, ja, ich will sie mal kämpfen sehen. Ich sehe sie nicht kämpfen. Denn ein Gutachten, was mehrere grüne Landtagsfraktionen in Auftrag gegeben haben, zeigt eindeutig, dass es einen Länderfinanzausgleich in Zukunft geben kann, der verfassungskonform ist, gerecht ist, objektiv und leistungsorientiert und bei dem Mecklenburg-Vorpommern 1 Milliarde Euro mehr bekommen würde als bisher. Das heißt, investieren Sie doch bitte nicht Ihre ganze Kraft in den Streit mit den Kommunen, sondern setzen Sie sich dafür ein, dass es einen neuen, gerechten Länderfinanzausgleich gibt, der den demografischen Faktor berücksichtigt, der den Flächenfaktor berücksichtigt und mehr Geld nach Mecklenburg-Vorpommern bringt. Hören Sie mit dem schwarzen Peterspiel auf. Lassen Sie mich zum Schluss noch 2 Dinge ansprechen. Ich danke Ihnen für Ihre Reaktionen. Ich scheine da das ein oder andere Interesse getroffen zu haben.
Meine Damen und Herren, ich halte es im Gegensatz zu Herrn Müller nicht für einen Gnadenakt der Landesregierung, die Steuerüberschüsse aus dem Jahr 2012 bereits im Jahr 2013 auszuzahlen. Denn Ein Moment, Herr Seifeld. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie nochmals daran erinnern, der Redner hier vorn hat die Möglichkeit, seinen Standpunkt zu vertreten. Und Sie haben die Möglichkeit, durch Ihre Redebeiträge das entsprechend zu kommentieren. Und wenn dann die Lautstärke der Zwischenrufe Ausmaße annimmt, dass man den Redner nicht mehr verstehen kann, dann ist das sicherlich nicht hilfreich für die Debatte. Also bitte nehmen Sie sich etwas zurück und ermöglichen Sie allen im Saal, dass wir diesen Redebeitrag zu Ende verfolgen können. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich glaube nicht, dass es ein Gnadenakt der Landesregierung ist, die Steuerüberschüsse aus dem Jahr 2012 schon dieses Jahr auszuzahlen. Das ist nämlich, es ist das Geld der Kommunen. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Und dass im Gesetz steht, dass das erst im übernächsten Jahr ausgezahlt wird, hängt doch nur mit unserer Doppelhaushaltsstruktur zusammen. Es gibt überhaupt keinen sachlichen Grund, warum es nicht sofort ausgezahlt werden kann. Also wir glauben, es ist eine Selbstverständlichkeit. Und letztendlich möchte ich noch mal darauf hinweisen, wie hier eigentlich mit den Rechten des Parlaments umgegangen wird. Ja, Sie haben mir eben gerade Zeit gestohlen. Das Budgetrecht des Landtages ist eines der wichtigsten Rechte. Und Sie, meine Damen und Herren, treten es meines Erachtens mit den Füßen, denn Sie legen hier nur einen Zweizeiler vor als Aktuelle Stunde. Sie hätten auch eine Beschlussfassung vorlegen können, wo konkrete Bedingungen, Verteilungsschlüssel, Zweckbestimmungen und die Selbstverpflichtung des Parlaments enthalten ist, in den nächsten Doppelhaushalt die besagte Summe einzustellen. Dann hätten die Kommunen nämlich auch Planungssicherheit. Aber ich stelle fest, in diesem Land gilt offensichtlich nur das gesprochene Wort der Regierung. Unter Demokratie, meine Damen und Herren, verstehe ich etwas anderes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.